Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ranked Placement Game Nummer 3. Heute spiele ich mal kein Solo Queue, sondern ein Tokyo mit Klör. Denn, ja, ich habe ja gesagt, ich will da so ein bisschen mixen. Und Klör muss auch noch ein paar seiner Placements machen. Warum hast du eigentlich Dingsgun genommen? Farewell Battle, ist das gut? Was? Wie, in meinen Setten hast du es noch nicht? Oh mein Gott. Ja, ich habe einfach. So viel zum Thema, ja, so viel zum Thema, wir wollen Try haben. Ja, ich hab meine Set Rune und Set Master. Die heißen auch schon Set und Set. Vorbereitet. Ja. Na, toll, ey. Ja, die Gegner haben eigentlich ein ganz starkes Team. Trundle Support sieht man immer häufiger. Akali bitte. Die haben sehr viele Assassins wieder. Wir haben einen Ezreal AD Carry, Lux Support, Poppy Jungle. Wir haben eine sehr gute Frontline, wie ich finde. Poppy und Gnar finde ich super. Vor allen Dingen, weil ich den Dash von Akali blocken kann, von Pantheon und von Jax mit meinem W-Spell. Also Poppy ist eigentlich gegen dieses Team hier genau der richtige Champion. Ich bin sehr gespannt, ob ich das auch umsetzen kann. Ich hoffe sehr. Natürlich kann ich auch den Dash von Lucian blocken, aber ich rede jetzt eigentlich eher zum Peelen für den AD Carry oder für eventuell auch Klör. Ist das, glaube ich, schon ganz geil. Mal gucken. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wir müssen nur aufpassen, dass die nicht Early Game zu krass gefeedet werden, weil Pantheon ist echt fies, wenn er gefeedet ist. Und Akali genauso. Akali braucht noch nicht mal Feed und ist strong. Genau. Ich voll und ganz zustimmen. Ja. Yeah. Zuckerblatt? Blee. Zuckerblied. Oh, bei mir klingelt. Der Pizza-Lieferant ist da. Ernsthaft? Nee, keine Ahnung. Ja, aber schön, wenn es Pizza-Lieferant wäre, ich hab Hunger. Oh. Ah, ich glaube, das wird ganz gut. Mal gucken. Erstmal schauen, wie wir ins Early Game kommen. Ich hoffe, du findest die Akali nicht und dann wird alles gut. Nee. Ich hoffe, ich schaffe den noch so. Ich will eigentlich nicht meinen Pot aufbrauchen. Ah, den schaffe ich auch so. Wer Sturm klingelt denn hier? Was sag ich hier? Sturm klingelt. Vielleicht ein Fan, der dich von draußen gehört hat, Klör. Dachte, er sagt dir mal Hallo. Alter, die klingeln immer noch. Ja. Hört man das eigentlich? Nein, das hört man nicht. Ah. Na, oben ist anscheinend auch ein bisschen tricky. Botlane scheint ganz gut klar zu kommen. Die sind ziemlich ahead vom Leben her, zumindest. Ich glaube aber, die können sowieso sehr viel poken. Trundle Support ist aber echt geil. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist extrem strong. So, wir machen mal eben kurz den Blue Buff und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir top ganken. Ich glaube, das wäre gar nicht mal bad. Keine Pots mehr, ey. Mitte, 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 ja, Mitte, Mitte. Ja, on the road. Kommst du weg? Ja. Ja. Sehr gut. Der Kali hat schon keine Pots mehr, Mann. So hart wie die Rest. Super. Ich komme mal Mitte. Versuch mal ein bisschen aggressiv zu spielen. Vielleicht kommt der Pantheon nochmal. Und dann lockst du die einfach zu mir. Ich glaube ja fast nicht, dass der kommt. Immer ein bisschen auf die Map gucken. Oder als Jungler hat man eigentlich auch genügend Zeit für. So, ich komm mal top. Botlane ist Miss. Pass ein bisschen auf, Klör. Ja. Mann, ey. Die sind sehr defensiv irgendwie. Kommt ein Power weg. Wenn ich jetzt noch Thunderlord treffe, ne? Mitte, ja, Mitte. Fand ihr schon wieder. Komm, Flash. Welches ist das Schiff? Okay, muss ich flashen. Ich hoffe, der kommt alleine klar. Ich glaube, der Gnar wird richtig abkacken gleich. Akali wird jetzt wegporten. Das ist ein bisschen kacke, dass der so hart reingepusht hat. Dadurch kann ich nicht wirklich ganken. Ist ein bisschen schade. And it's my third game after 3 months break.
So, Movement ist shitty. Geil. Alrighty. Er macht einfach sein drittes Game und ist im Ranked. Läuft bei ihm, würde ich sagen. Deswegen habe ich auch in der Preseason immer gespielt. Weil das ist, ich glaube, die Pause, wenn du da wirklich so eine lange Pause machst, holy fuck, Alter, dann hast du so gelitten. Der Eswil geht auch auf einen ganz... Oh Gott, das wird richtig schlimm. Ich sag, das wird richtig schlimm. Guck mal, was für ein Itembild der Eswil geht. Oh, das ist Bibliothekar. Ja. Macht man sowas auf Blue Eswil? Nee. Auf Eswil spielt man generell kein Blade mehr. Blade ist einfach viel zu teuer und ist einfach nicht worth. Gerade nicht gegen die Champs, die haben. Die haben keine Tanks. Warum solltest du da Blade bauen? Ah, vielleicht überrascht er mich auch und geht auf Triforce. Ich komm mal Mitte. Sie ist schon Level 6, lol. Ja. Ich komm Mitte. Prepare. Ja. Oh, hier, go. Ja, ich bin super wave, ne? Ja, siehst du. Nice, ich hab dir den Kill gelassen. Deswegen sogar. Muss ich aufpassen. Alter, was ist denn mit den Minions hier? Boah, die fokussen nicht auf einmal. Los, Alter. Komm, wir können mal rein pushen. Ja. Okay. Super. Ich bin zufrieden. Das ist nämlich das Problem. Nicht nur, dass der wenig Ahnung hat in dem Moment von der Meta, sondern dass er auch, ja, wie er schon sagt, sein Movement ist shitty. Der Eswil hat das gesagt. Ah ja, Eswil, wow. Wow, holt der hat geflasht. Da holt er sich auch B.O.T. erkannt. Der hat einfach geflasht, weil er so ein Schiss hatte von mir. Holy fuck. So, wir gehen ganz normal auf Cinderhulk mit Poppy. Denn wir wollen ja auch in der Frontline sein für unser Team. Wir haben eigentlich sehr, sehr viel Schaden und Poppy braucht nicht wirklich viel Damage. Man kann mit ihr sehr, sehr viel Tankiness bauen. Was halt sehr gut ist auf Poppy, ist Cooler Reduction. Also sprich Black Cleaver, Iceborn Gauntlet. Das sind sehr schöne Items für Poppy, aber das Problem ist, dass ich die meistens nicht bauen kann. Ich guck mal, vielleicht kann ich es diesmal machen, aber ich bin mir nicht sicher. Je nachdem, wie wir ins Game kommen. Momentan steht es halt 1-0, aber das heißt halt überhaupt nichts. Das ist sehr verhalten und der Jax ist, ja, der farmt wenigstens schlechter als der Gnar. Das ist sehr gut. An ally has been slain. Super. Okay, er baut auf jeden Fall nicht. Er baut, keine Ahnung. Baut man? Nee. Man baut auf jeden Fall Blade nicht so. Also er geht nicht auf Blade. Der Kali ist nervös. Nee, das ist Ende. Okay. Ich könnte nochmal mitkommen. Können wir vielleicht was machen? Ich werde die Unsichtbarkeit wieder ready. Unsichtbarkeit! Die weiß, dass ich hier bin. Ja. Die hat die gewartet. Halte ich einfach ein bisschen unten auf, ne? Unten sind super viele Wards. Ich komme da mal bitte. Hätte gewartet. Okay. Ich könnte nochmal Bot. Toplane wurde gerackt. Das ist keine Unsichtbarkeit. Ich denke mal töten jetzt. Nice. Sehr schön. Gut, wir haben eigentlich ganz guten Start. Wir haben Cinderhulk, wir haben Boots. Wir können jetzt eventuell was machen. Der Pantheon, das ist halt das Problem, ne? Bei Pantheon muss man halt sehr vorsichtig sein. Aber das geht eigentlich. Das ist eigentlich echt machbar. Du musst halt nur aufpassen, dass du nicht von der Ult gecatcht wirst. Ansonsten geht's. Aber der Jax wird, ja, der wird ein Problem werden. Das sehe ich jetzt schon, weil der sehr gut farmt.
Lucian Double BF. Das Problem ist, dass er ja. Dieser Kani nicht töten kann. That's okay. Ja, es ist aber gar nicht so schlecht, Lucian Double BF. Klar, man, eigentlich baut man Rapid Fire Cannon. Und geht dann auf. Also geht erst Essence Reaver und dann Rapid Fire Cannon, so dass man halt nichts damit machen kann mit den zwei BFs. Aber man kann das auch so machen. Hm, woher weiß der Jax das? Ah, der Panther. Na. Ja, too greedy, Bot. Das ist einfach. Oh Gott, das ist grausam. Die also sind halt so fucking greedy, ey. Ja, das ist schön. Das ist halt, ne, wie er schon geschrieben hat, er spielt seit drei Monaten nicht mehr und ja, dann braucht er sich echt nicht wundern, wenn er so weggefickt wird. Das ist halt für Pantheon echt easy game, wenn er da hingeht. Vor allen Dingen mit dem neuen Thunderlords. So, das ist halt. Die haben so viel Damage alleine durch ihre Thunderlords-Procs. Die machen den Drake. Drake wird gone sein. Das ist halt schwierig jetzt für mich. Ich muss. Einerseits muss ich sehr viel ganken. Andererseits kann ich nicht ganken, weil die halt immer abgerissen werden. Oder halt instant backgehen. Der Jax ist halt super passiv. Was auch ja, genau der richtige Move ist. Wenn Akali nicht immer in ihrer Unsichtbarkeit verschwinden würde, könnte ich sie töten. Ja. Ich komm bitte. Ab geht's. Das ist das, Alter. Ah, ist ja schön. Hätten wir nicht beide flashen müssen, aber naja. Okay. Ich habe auch echt gleichzeitig alle geflasht. Flup, flup. Ja. Okay. Vielleicht kriegen wir den Mitte-Turret, das wäre sehr schön. So. Weil, was war denn das für ein Missklick? Sonst wohin geklickt? Ich habe sonst wohin geklickt, ey, wieder auf die Minimap oder so. Klar, das war nicht cool. Das war ein unnötiger Kill. Ich hätte vielleicht auch mein WER benutzen können, aber ich war nicht in Range für den Pantheon. Ja, jetzt haben wir folgendes Problem. Und zwar, Lux ist die Lux ist einfach mal Mitte. Einfach mal Mitte. Okay. Please. Play careful. Die ist so. Ah, die Lux ist echt dämlich hoch 10. Die Lux ist wirklich ein übelster Moron, ey. Ja. Die spielt. Die rennt einfach hier hin. Hier, in die Mitte. Ohne irgendwas. Ohne irgendwas zu haben, rennt die einfach in die Mitte, so. Das ist mir echt manchmal ein Rätsel, wie die Leute. Das machen können, ey. Das ist Wahnsinn. Holy shit. Die werden uns richtig hart outscalen, ne? Das ist das Problem. Was wir aktuell haben. Jax und Akali, die werden richtig hart scalen. Die werden richtig fies. Deswegen, da muss ich nachher echt eine Menge Work machen mit meinem W. Ansonsten ist das RIP. Ja, das ist echt gut. Vor allen Dingen sterbe ich halt auch noch dadurch, ne? Weil ich ihr helfen will und dann halt verrecke. Ja. Weil sie halt Pantheon Ult ziehen. Das ist halt nicht cool. Ich hätte sie einfach sterben lassen sollen. Aber dann hätte sie mich wahrscheinlich dafür geflamed. Botlane ist, hier steht halt zweit Mitte und Botlane ist eine Wave. Ja, ich weiß nicht, warum der erste Box ist. Weil der Tilt ist. Trundle Support ist wirklich sehr, sehr gut. Also Lux Support würde ich euch zum Beispiel gar nicht empfehlen, weil sie einfach zu squishy ist. Keine Ahnung, gegen diese ganzen Champions, die die haben, Lux war bei uns der Last Pick. Gegen die Champions, die die spielen, ist das komplett useless. Ich komm Top Lane. Ich auch. Die easy killen. Soll die Lux. Wow, Lux. Oh Gott. Die Lux ist einfach so Holz, Alter, wirklich. Ja, oh mein Gott. Auch guck mal, das, was die jetzt macht, ne? Einfach in den River zu gehen, nachdem die oben irgendwo waren. Ohne Vision, ne? Ist auch so fucking mutig. Immer ein bisschen Luschenflash raus.
Ja. Aber ich gehe auf jeden Fall jetzt Black Cleaver. Wir brauchen übelsten Damage. Ansonsten werden wir das, glaube ich, nicht schaffen. Der Pantheon hat schon 5-0. Wenn ich hier noch Tanky baue, fehlt uns einfach übelst der Damage. Und das Pantheon im Late abfällt. Ja, das stimmt. Das ist das Gute. Lass uns mal bitte den Elder Rift Herald machen. Channel verprügelt halt den Esfil einfach. Auf jeden Fall ein Pink Ward immer dabei, wenn wir Akali mal töten wollen. Nimm du dir den an. Ach, der Leere ist in mir. Okay, nice. Jax ist hier. Jax geht wieder top. Akali ist auch hier. Du kannst den Blue Buff haben, wenn du willst. Ich weiß nicht, ob du damit was machen kannst. Nö. Geh mal runter. Vielleicht kann man dich ja was grabben. Ich glaube, ich bin aktuell echt zu viel im Jungle. Ich weiß es nicht. Ich will halt so viel Gold holen, wie es geht. Damit ich halt ja, eventuell damit auch was machen kann. Schade, Mann. Toll. Nice. Achtung, ihr solltet weggehen. Ihr solltet Schade. Sofort weggehen. Die kommen runter. Kommt der Man Drop. Ja, die werden euch ficken. Der Man Drop. Dings kommt auch noch runter. Akali. Oh shit, Mann. Mate. Kommst du noch weg? Ja. Nice. Vielleicht können wir was machen noch. Ja, wobei. So, ich hab Lumos. Ich bin fast zufrieden mit meinen Items momentan. Oh, der Slow von der Pillar, ne? Alter! Ey, das ist so widerlich, Mann. Nein, der Pink. Ah, das ist disgusting, ey. Pantheon ist halt einfach nur eine übelste greedy Sau. Der hat 603, ey. RIP, Botlane. Das ist der einzige Grund, warum solche Champions funktionieren überhaupt. Weil die Leute nicht wissen, dass man gegen die Champions einfach ganz anders spielen muss. 100 von Dragon. Die rennen halt immer rein. Ja, ich komme zum Drake, aber ich glaube, da bringt nichts. Ist schon zu spät. Ich glaube, Dragon sollten wir sowieso aktuell mit dem Stand, den wir haben, nicht contesten. Du bist dead, klar. Was? Ja, das so, wenn die Akali mich was hast du denn da erwartet, klar? Holy das shit, du hast 30, du hast 50% Leben gehabt, Alter, und die hat 3 Charges, Mann. Nee. Ich wollte sie gar nicht fighten. Ich habe mich gerade über den Schaden gewundert, den sie austeilt. Nee, das weiß ich. Ich weiß, dass du sie nicht fighten wolltest, aber du musst dir klar sein, dass die dich halt wegburstet. Lol. Oh, Alter, wie die fast weggeäst hat. Oh, mein Flash war irgendwie nicht worth. Perikombo. Oh. Ja, das ist, ja, keine Ahnung, der Jax ist super strong. Wird ein hartes Game, ey. Ich mach wahrscheinlich auch noch zu wenig. Keine Ahnung. Jax ist halt gefarmt und er wird jetzt Derex gehen und einfach mega Beast werden. Deswegen muss ich auch auf Black Cleaver gehen. Na, die Akali. Ja, keine Ahnung. Oh. Okay. Und jetzt machen wir Dragon. Ja, komm. Hast du da weggehauen? Kali.
Ah, das ist, keine Ahnung, die outplayen uns einfach komplett. Die outplayen uns einfach komplett. Ja, die sind einfach viel besser als wir. Ja, das ist einfach sinnlos. Die sind einfach viel besser als wir. Die outscalen uns brutal. Die Alkali konnte relativ gut farmen noch. Der Jax konnte free farmen. Pantheon ist gefeedet. Lucian ist gefeedet. Ich bin nur so enttäuscht, ja, dass ich immer Ezreals sehe, die so übelst abgehen im Late. Ja, aber das, der Typ hat, guck mal, der Typ hat geschrieben, er hat seit 3 Monaten kein League gespielt, so. Und geht erstmal in den fucking Placement Rank Game, weißt du? Das ist zum Scheitern verurteilt. Das ist einfach zum Scheitern verurteilt. Und ich muss auch sagen, dass ich so ein Pech wirklich immer im Duo-Queue habe. Immer. Wirklich. Im Duo-Queue habe ich immer Leute, die so spielen. Im Solo-Queue passiert mir das nie. Ich weiß nicht warum, aber das liegt immer an Duo-Queue. In Duo-Queue bekommt man auch grundsätzlich ja stärkere Gegner. Und keine Ahnung. Ich finde, das ist, ey, mein Duo-Queue ist echt total mit Pech verfolgt. Das ist Wahnsinn. Wollen wir da was töten? Die haben sich halt nicht mal mit der Meta auseinandergesetzt, ne? Das ist halt echt really, really sad. Na toll. Den Mist halt erstmal hinkicken. Kalia, das sieht für einen Schaden aus, Alter. Das ist unglaublich. Was? Ja, die ist auch, glaube ich, echt zu glimpflich davon gekommen, klar. Keine Ahnung. Du müsstest die, normalerweise musst du die als Set easy zerstören. Kann ich nicht. Die geht ja, musst du. In den Pool, wenn ja, dann musst du halt den Pink Ward kaufen. Du musst die halt echt, ab Level 6 musst die sofort verrecken. Ja, aber das ansonsten geht ja nicht. Das ist einfach nicht möglich. Sie war immer unter dem Tower und ich kann mich unter dem Tower wegschneiden. Ja, noch flasht, um mich noch mitzunehmen. Der mit, oder? Ja, ich weiß, das ist schwierig, aber Akali mit Free Farm, siehst du ja, was da passiert, ne? Ich weiß, du hast sie am Anfang gut auseinandergenommen, teilweise, aber das ist halt bei so einem Champion nicht genug. Das ist genauso wie mit Jax. Der Gnar hat zwar 20 Farben mehr als der Jax, aber das bringt nichts. Jax skaliert im Late Game 10-mal so gut wie der Gnar. Und deswegen werden wir das Game hart verkacken, weil die einfach viel bessere Scalings haben als wir. Das ist halt übel sad. Ich bin halt auch nicht mehr so der Beast dann im Late, ne? Der Ezreal skaliert noch ganz gut ins Late Game, aber wir müssen jetzt darauf hoffen, dass die Fehler machen. Ich gehe jetzt auf ein Dings. Ich gehe jetzt auf ein Deadman's Plate und dann mal gucken. Vielleicht können wir da was machen. Die Lux steht ja gar nicht so schlecht. Deswegen mal abwarten. Der guckt auch null auf die Map, Mann. Das ist so. Oh, der Lucian kriegt ordentlichen Damage. Jax push top. Base ist unten und echt nicht gut. Wenn die flanken, Alter. Wenn die flanken, Papa. Jax pusht halt durch, ne? Ja. Jax pusht halt komplett durch. Ja, der wird einfach so farmen, ey. Das wird so. Boah, das ist so disgusting, ey. Wir können halt nichts gegen ihn machen. Können die töten. Die lässt sich noch abreißen, ey. Das will Damage at its finest. Nice, sehr schön klar. Das war richtig gut. Das war richtig gut und auch richtig wichtig. Ah, keine Ahnung, ey. Mir sind irgendwie die Hände gebunden, ey. Das ist so ätzend. Ich kann wirklich nicht viel machen dagegen. Die haben halt so eine übelste Frontline und einfach einen AD Carry, der einfach mega den Damage macht.
Vor allem mit dem Pantheon zusammen. Ja, der Pantheon allein zerreißt mich schon. Nice. Das ist gutes Overextenden für den. So will ich das sehen von den Gegnern. So können die Gegner von mir aus jetzt noch die nächsten 30 Minuten weiterspielen. Der Lucian ist. Oh mein Gott, der ist richtig stark schon, ey. Heilige Scheiße, ey. Ja, Kali. Na, hat seine Passive halt raus, ne? Ja. Ja, ah, ja. Das ist ärgerlich, ey, wenn der Gnade. Ja, die outscalen uns einfach so hart, Mann, das ist Wahnsinn. Ja, Kali hat halt, seitdem die ihren Hextech hat, hat die einfach so viel Schaden, Alter. Ich kann da nicht viel machen. Auch der Jax, der macht mir mit Basic Attacks alleine 600 Damage, ne? Ja. Gut. Das will. Da. Oh je, oh je. So ist es noch nicht so verloren. Ja. Keine Ahnung. Schlecht aus. Das ist jetzt der Jutta Dragon, Alter. Wie auch gesagt, es gibt halt so ein paar Regeln, die musst du halt erfüllen. So. Toplaner musst du halt als. Den Jax musst du Early Game vernichten, sonst wird der farmt und dann fistet der dich einfach hart. Problem genauso ist es mit Akali. War immer so in dieser Linie. Die ganzen Lane ja, die, natürlich, die hast halt gepusht. Wahrscheinlich dann. Aber ich kann das schlecht. Nicht pushen als jetzt. Doch, kannst du. Und dann wenn ich hier freeze, dann kriege ich einen Gank. Und unter dem Tower freezen geht nicht, die Tower haut alles weg. Ja, aber dann kann ich sie auch ganken. Ne? Darfst du auch nicht vergessen. Ich kann sie halt nicht ganken, wenn sie permanent am Turm steht, ne? Und du kannst gegankt werden. War noch, kannst du ruhig weiter aggressiv gegen sie spielen, dann komme ich gleich in die Mitte. Das war auch noch ein Fall. Ja, natürlich. Aber das heißt nicht, dass du die Lane pushen sollst, ne? Das gibt immer einen Unterschied. Du kannst einen Champion auch harassen, ohne die Lane zu pushen. Das geht auch. Zed hat AOE-Spells, wird schwierig. Aber ja. Ja, es ist halt. Zed ist halt. Hat halt seine Stärken, aber der ist halt auch. Ja, der Jax ist so strong, Alter. Oh mein Gott. Ah, komm schon. Wenn ich jetzt mehr Energie hätte, wäre schön, ne? Der Trundle ist einfach so ein Biest, Mann. Guck dir das an. Der hat 2600 ja. Life, ey. Das ist der Support, vor dem gerade drei Leute weglaufen, ne? Holy shit, boah. Mann. Boah, ist echt Biest. Ey, keine Energie ausgegangen ist. Boah, das ist der Esel, der war auch so schwach im Gegensatz zu mir. Der hat reingeäht, hast du das gesehen? Ja. Schön einen auf Entenswerk gemacht. Ja. Na, ja, ich glaube, das Game. Also, ich normalerweise bin ich auch immer sehr positiv, aber ich glaube, das Game ist einfach vorbei. Die Lux spielt eigentlich gar nicht so bad. Aber es ist halt eine Lux, ne? Siehst ja, die platzt halt 2-Hit weg. Ich bin noch nicht tanky genug. Ich muss ein bisschen Damage bauen. Keine Ahnung. Unsere Synergy aus unserem Team ist leider nicht gerade die beste. Tschüssi. 5 Sekunden bis Ult. Lucian, ey. Oh, komm, lass dich ulten. Na, fein. Hast du schön gemacht, Rudi. Ja, so gut. Aber wir sollten Baron machen, Baron. Ich glaube, wir müssen den echt machen. 500 warte mal, der... Fuck, Alter. Nee, wir können den nicht machen. We can't. Oh, Panther. Oh. Panther, du yep. Oder? Ja, auf mich. Auf mich? Ja, wo ich wegporte. Ja, das ist hart. Der Pantheon ist ungefähr so wie der Aatrox bei mir im letzten Game. Der carried die so fucking hart, Alter. Heilige Scheiße. Der hat gewonnen. Ja, der war ja in meinem Team. Der so. Hat eine Lucian, der hat eine. Ich habe gegen den Lee Sin Toplane. Er hat gegen den Lee Sin Toplane gespielt und der hat den einfach 10-0 weggehauen. Der war so gefeedet, dass er einfach nichts mehr machen konnte. Na. Das ist schwierig. Ja, ich habe ein Inventar, ist gerade voll und sehr echt so ein Pinkworm aber irgendwie angebracht. Ja, ich muss mal einen Pinkworm. Lux hat einen. Kannst du die Lux kommt auf die Idee, einen Pinkworm zu setzen, wo wir fighten? Weiß ich nicht.
Ich habe auf jeden Fall auch eine Pinkbot. Da ist die Akali. Oh, geiler Play. Geht eigentlich so, oder? Das war so bad, Mann. Das war so bad gespielt. Ich habe einfach in die komplett falsche Richtung mit der Ult gehittet, ey. Mann, war das scheiße, ey. Ah, ich gehe langsam auch schon tilt. Alter, der Pantheon geht jetzt halt leider Tanky, ne? Ja. Und das ist ja auch echt kein Objective aufhalten können von dem. Ne, können wir nicht. Wir haben halt kein Team. Wir haben halt echt kein Team. Schade. Hätten wir den bekommen, dann wäre es vielleicht gar nicht, gar nicht mal schlecht gewesen. Ein Drop. Na, ist ja schon immerhin etwas. Oh mein Gott, Ezreal, why? Oh Gott, der ist gerade ins Face von denen reingeflasht. Oder reingeeht. Nice, klar, sehr schön. Ich komme. Oh, der ist so low. Nice. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kriegt man den? Kriegt ihr den? Nein. Komm schon. Alter, der ist low. Kannst vergessen. Kriegst du nicht. Fuck, Mann. Fucking fuck, ey. Ah, ich komm jetzt auch 100 Pop und irgendwo. Da ist jemand. Nice. Keine Ahnung, ich bin komplett useless gerade. Also ich bin echt useless. Ich kann nichts mehr machen. Das ist echt sad. Fuck, ey. Ich kriege auch so viel Schaden rein, Alter. Alleine Shadow Dance macht mir 1000 Damage. Weil ich keine Magie mehr sie habe. Damit, ey. Da kann der noch Stundenglas. Ja, vielleicht macht der Ezreal ja gleich ein bisschen Damage. Der hat ja schon ein paar Items jetzt. Der hat immer noch keine Muramana. Okay, alles klar. Oh, Timing. Oh mein Gott, wenn ich über die Wall weg... Wenn ich über die Wall weg wäre, dann wäre die am Arsch gewesen. Schade. Oh Gott, das ist nice. Schade, schade. Schokolade. Es macht anscheinend echt momentan mehr Sinn, die Dreierboots zu kaufen, ne? Weil die einfach 65 Movement Speed geben. Das ist so heftig, Alter. Lohnt sich halt echt gar nicht, die Attack Speed Boots zu kaufen. Na, ist halt seine Form nicht ready, ne? Er hat einfach nicht seine Form ready. Lauf, lauf, lauf. Na geil, hier ist auch noch eine Pinkwood. Your Inhibitor is responding soon. Wie kann er noch so schnell sein? Ah, jetzt macht Jackson Inhib. Alter, der Pantheon, ne? Der will's aber auch wissen, oder? Hat er den schon die ganze Zeit hinterher? Ja, der rennt mir schon seit 12 Jahren hinterher. Okay. Er ist irgendwie vorbei. Nur das Stundenblatt, was raus muss. Erstmal nicht sinnlos chasen. Ja. Keine Ahnung, ich finde einfach, also es fühlt sich halt einfach so an, als hätten wir keinen Schaden im Team. Als hätten wir wirklich keinen Damage. Also wir brauchen noch ein bisschen. Nice. Nice, sehr schön.
Drake? Nein, Drake, wir sollten Drake machen. Drake. Ich push eben die Mistmitte aus. Wir müssen den halt Drake kriegen. Ist wichtig, sonst haben die vier. Ja, eben. Pressure ist so. Smite? Ja, hab ich. Was? Und RIP. Ah, das war's. Das ist vorbei. Das Game ist RIP. RIP, ey. Oh, Mann. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß, dass du da... Du hast auch echt gute Sets, aber... Das Problem ist einfach, wenn der Toplaner als Range nicht den Jax vom, komplett vom Farm denied und die Akali nicht auch zerstört wird, dann kriegen wir nix hin. Im Late Game outscalen die uns so hart, Alter, da hast du keine Chance mehr. Du hast halt wirklich keine Schnitte gegen solche Leute. Und ich meine, guck dir das an, ich mach so viel Damage wie der Ezreal, ne? Ich mach mehr Schaden als der fucking Ezreal. Und die Lux macht sogar mehr Schaden als er. Das ist halt... So wenig Schaden gemacht, das ist aber schon unangenehm. Ja, der ist halt komplett behind gewesen, ne? Und er baut halt ein Blade, ne? Man baut halt kein Blade mehr auf einem Ezreal. Gerade nicht, wenn die nur squishy Teammates haben, ne? Ja. Das macht man halt nicht mehr. Aber da sieht man halt, dass er ein paar Monate nicht gespielt hat. Naja, gut, Leute, wir haben 2-1 stehen wir jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob ich da im Wordy-Game mehr machen kann. Ich glaube, ich habe da schon sehr, sehr viel versucht. Das Problem ist halt, wenn der Jax, der war super defensiv immer, der hat einfach nur komplett hinterm Tower gehangen, hat nichts anderes gemacht. Und Akali stand an ihrem Turm. Ich kann die nicht ganken. Ich müsste mir eigentlich eine Pink Ward dann kaufen, aber das ist auch... ja, mega disgusting. Botlane war schon am Anfang durch die Pantheon-Gangs komplett gerippt. Ich glaube, hätten die am Anfang nicht so gefeedet, hätten wir das Game echt easy gewinnen können. Weil der Pantheon halt niemals so stark gewesen wäre. Gut, dann würde ich sagen, was dafür heute. Schreibt mal fleißig in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.